Hallo Ali und herzlich willkommen hinter dem fünften Türchen vom kulinarischen Adventskalender 2015. Ich werde heute einen Ziegenkäse auf eine Scheibe Apfel legen, das Ganze dann mit einer Nusskruste im Backofen überbacken. Dazu reiche ich dann einen Rucola-Salat mit Pinienkernen und einem leckeren Dressing. Ich benötige dafür heute natürlich eine Scheibe Ziegenkäse. Ich habe hier so eine große genommen, dann einen Apfel, möglichst groß. In der Mitte sollte er etwas größer sein als der Ziegenkäse. Ist heute leider nicht so, wird aber trotzdem klappen. Dann für die Kruste nehme ich Weißbrot, also Toastbrot, dann die Walnusskerne, dann habe ich noch ein bisschen Butter. Für den Salat brauche ich dann nachher natürlich Rucola oder auch einen Feld- oder Pflücksalat. Dann fürs Dressing eine Zwiebel, ein bisschen Honig, Essig, Öl, Pfeffer und Salz, etwas Senf und ein wenig Zucker. Und dann noch ein paar Pinienkerne, die nachher übergestreut werden. Als erstes schneide ich mir heute die Zwiebel ein bisschen klein. Ich brauche heute nicht so ganz viel. Darum nehme ich jetzt nur eine halbe Zwiebel. Ja, die sollte wirklich schön fein sein. Und dann wird sie als nächstes ein bisschen angedünstet. Dafür gebe ich dann einen Esslöffel Olivenöl in die Pfanne und mache das Öl erstmal schön heiß. Und wenn das Öl dann schön warm ist, gebe ich die Zwiebelchen dazu und verteile das einmal so ein bisschen. Ja, die sollen jetzt keine Farbe annehmen, die sollen jetzt tatsächlich nur so ein bisschen glasig werden, so ganz klein wenig. Und sobald sie dann so ein bisschen glasig werden, stelle ich die Flamme aus bzw. vom Herd nehmen und lösche das Ganze jetzt mit etwas milden Essig ab. Wenn die Zwiebel so ein bisschen abgekühlt ist, mache ich sie in so ein kleines Näpfchen rein und gebe dann nochmal einen guten Schuss vom Olivenöl rein. Dann kommt noch ein Löffel Senf dazu. Ja, so ein Teelöffelchen reicht völlig aus. Kann man natürlich auch ein bisschen variieren, je nachdem, wie man es gerne mag. Das Ganze dann ein bisschen pfeffern und ein klein wenig salzen. Und zum Abschluss noch etwas Zucker dazu. Ja, ich nehme jetzt hier so einen ganz kleinen Teelöffel und das Ganze dann gut durchmischen. Die Pinienkerne werde ich so ein bisschen anrösten, aber nur so ganz leicht. Die sollen also auf gar keinen Fall zu dunkel werden, sonst schmecken sie einfach nicht mehr so richtig. Mal schön ein bisschen durchmischen. Und wenn die dann schön Farbe angenommen haben, einfach die Flamme ausstellen bzw. vom Herd runterziehen. Und erstmal abkühlen lassen, die brauchen wir dann nachher für den Salat. Für die Kruste auf dem Käse gebe ich jetzt hier erstmal vom Weißbrot. Ich nehme jetzt hier nicht alles. Das gebe ich hier in den kleinen Blitzhacker, in meinen Häcksler rein. Dazu dann die Walnüsse. Und das Ganze dann schön klein häckseln. Das kann dann erstmal in eine separate Schüssel. Inzwischen habe ich mir dann noch ein bisschen die Butter weich gemacht und gebe da jetzt noch Honig mit bei. Ja, ich nehme hier so gut 2 Teelöffel und das Ganze dann auch noch mal so ein bisschen vermengen. Und wenn das dann gut durchgerührt ist, zur Mischung dazugeben und das auch alles gut durchrühren. So. Das lasse ich dann auch erstmal stehen und kümmere mich dann jetzt erstmal um den Apfel. Vom Apfel schneide ich mir dann eine schöne dicke Scheibe raus. Die sollte dann so ungefähr so dick sein wie auch der Ziegenkäse. Mit dem Ausstecher mache ich dann das Kerngehäuse raus. Für den Apfel habe ich jetzt ein bisschen Butter warm gemacht und gebe jetzt hier noch ein bisschen Zucker rein. Lass das einmal ganz kurz karamellisieren und dann gebe ich die Apfelscheibe dazu. Das Ganze jetzt so 1-2 Minuten pro Seite ein bisschen anbraten. Wenn das so ein bisschen anfängt zu dampfen, einmal umdrehen. Dann gebe ich die Apfelscheibe auf Backpapier auf ein Backblech und gebe dann den Ziegenkäse drauf. So. Dann gebe ich von meinem vorbereiteten
Walnuss- und Weißbrotkrümeln. Eine gute Portion da oben drauf. Ja, das darf ruhig so ein Zentimeter sein. Das kann man ruhig so ein bisschen festdrücken. So, wenn der Käse dann gut verpackt ist, stelle ich ihn erstmal beiseite und werde mir den Salatteller schon mal vorbereiten. In der Zwischenzeit werde ich jetzt den Backofen vorheizen. Der Backofen ist jetzt schön heiß. Das heißt, jetzt kann mein Ziegenkäse hier rein. Ich mache das auf die oberste Schiene. Ich habe auch oben den Grill richtig an. Und das Ganze lasse ich jetzt so 2-3 Minuten da drin. So, jetzt sind 4 Minuten vergangen. Ich hole den jetzt raus, den Ziegenkäse. Er ist hier so ein bisschen an der Seite leider verlaufen, ein bisschen runtergekrümelt, aber das passiert eben. Jetzt kann er dann, zum Salat gegeben werden. So, und das Ganze dann auf dem Salat platzieren. So. Das, was so ein bisschen beiseite gegangen ist, abgerutscht ist, einfach nochmal oben drauf verteilen. Den Rand kann man auch nochmal so ein bisschen andrücken. Jetzt gebe ich hier noch meine Pinienkerne mit dazu. Ich esse gerne Pinienkerne, dadurch gebe ich hier auch ein bisschen mehr daran. Und dann natürlich das Dressing. Nochmal ein bisschen durchrühren. Und das Ganze gut auf dem Salat verteilen. So. Und fertig ist der schöne, leckere, gebackene Ziegenkäse mit seiner Nusskruste. Ich werde das so jetzt servieren. Es wird ja wunderbar schmecken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim kulinarischen Adventskalender wiedersehen. Morgen wird Ostdeutsch Kochen für uns ein tolles Rezept vorstellen. Das wird auch wieder ganz spannend, ganz lecker. Ja, ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Eine wunderschöne winterlich-weihnachtliche Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!